Wow, fuck. Mindestbestellwert 7,90 Euro. 12,50 Euro. 16,50 Euro. 20,50 Euro. 37,50 Euro. Fuck! Ich werde verhungern. Wisst ihr, ihr schreibt ständig in die Kommentare, mach doch mal mehr als nur ein Video pro Woche, du Spaß! Aber Leute, um eure Sucht zu befriedigen, bespaß ich doch schon jeden Tag rund um die Uhr Social Media. Checkt die Dinger doch mal aus. Die Links findet ihr immer in der Videobeschreibung. Melixi, Bexi. Nam, 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 nam. Hey, meine mäßig bis stark behaarten Lieblingsnervensägen. Wisst ihr, egal ob es ein Review oder ein China-Schrott oder einfach nur so ein Tech-Laber-Video war, ein nicht zu vernachlässigender Teil von euch hat sich regelmäßig lautstark in den Kommentaren darüber beschwert, wobei das wäre noch untertrieben, dass ich doch auch mal bezahlbare bzw. gute Dinge für wenig Geld zeigen soll und nicht immer nur völlig übertrieben teure Sachen oder schrottigen Schrott. Oder Armut kotzt mich an. Nein, 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 ihr habt ja recht. Deswegen dieses Video hier als eine Art Compilation mit geilen Dingen, die verhältnismäßig wenig kosten. Warum mache ich die ganze Zeit so? Toll, Biolek oder sensationell. Krachten, gibt's den noch oder ist er schon tot? Und vielleicht finden wir auch mal anstelle von China-Schrott China-Gold. China-Gold statt China-Schrott. So reden wir doch, oder? Ich habe vorhin im Flur gepupst und es riecht hier immer noch. Wie zäh muss diese Luft sein? Der menschliche Körper ist beeindruckend. Gut, okay. Fangen wir ausnahmsweise mal mit einer Produktplatzierung an. Dann haben wir das auch vom Tisch und ich verdiene ausnahmsweise auch mal wieder Geld. Wo ist denn das jetzt? Oft fragt ihr mich gerade bei mobilen Geräten, also Tablets oder Notebooks, ob es da etwas Geiles für wenig Geld gibt. Nun, ja, gibt es. Ach Gott, ich sollte nie die Kamera umdrehen, dann würdet ihr sehen, was das hier für ein Zuhaufen ist. Ah. Das hier, das ist das niegelnagelneue Trackstor PrimeTab T13. Beziehungsweise das Trackstor Volkstablet. Klingt komisch, aber das ist tatsächlich ein Tablet für alle. Warum? Naja, passt mal auf. Dieses Ding hier kostet voll ausgestattet 400 Euro. Und ihr bekommt für das Geld ein Intel Quad-Core mit 2,4 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, Full-HD Multitouch-Display, WLAN AC, USB-C 3.1, 5000 mAh Akku und Klinkenanschluss. Also das, was man bei einem Smartphone... Okay, ich meine 64 GB internen Speicher. Wait, what the fuck? 64 GB, das reicht? Ja, weil ihr den Speicher jederzeit entweder per MicroSD-Karte oder per M2-Slot erweitern bzw. tauschen könnt. Habt ihr also ein passendes M2-Modul, schraubt ihr das kleine Teil einfach auf der Rückseite in den Schacht und fertig. LOL. LOL. Erinnert mich an meine Pubertät. Schon könnt ihr Windows 10 mit allen möglichen Dingen regelrecht zumüllen. Serien, Filme oder ein paar Fotos bearbeiten oder Projekte für eure Uni schreiben. Alles geht außer Zocken oder 4K-Videos bearbeiten. Wobei, würde man neue Cloud-Dienste wie Shadow nutzen, ging das auch völlig problemlos. Aber das nur als Teaser, denn das wird noch ein anderes geiles Video. Well, und damit eure Wurstfinger beim Matschen auf dem Display nicht irgendwann müde werden, gibt's noch eine kleine Überraschung. Jedem Tablet liegt ein... Fuck! Jedem Tablet liegt ein... Mann! Jedem Tablet liegt ein... Prime-Cover bei. Diese Klappe dient nicht nur, um das Ganze zu schützen, sondern auch... als Tastatur, beherbergt aber auch das Trackpad und den Fingerabdrucksensor. Früher musste ich meine Finger immer anfeuchten, weil sie so trocken waren. Heute sind sie dauerfeucht. Aus Gründen. It's only $3.99. Und deswegen bin ich auf diese Kooperation eingegangen. Finde ich, es ist ein geiler Move, seitens Trackstore Qualität zu einem vernünftigen Preis an den Mann zu bringen. Ist übrigens Alu. Also falls ihr kalte Körper von nicht vorhandenen Liebesbeziehungen gewohnt seid, fühlt ihr euch hier sofort wohl. Am Ende des Videos gibt es noch zwei von diesen voll ausgestatteten Komplettpaketen für euch zum Abstauben. Später mehr. Wow. Wenn ihr jetzt also doch eher Bock auf Zocken habt und dafür dann natürlich, wie ihr es immer in den Kommentaren deutlich macht, so gut wie nichts ausgeben wollt, dann habe ich für euch etwas, das um den dicken Daumen 900 Euro inklusive Versand und was? Das um den dicken Daumen 900 Euro kostet. Und zwar... findet es sich in dieser formschönen Verpackung. Guckt euch doch an, was da drauf ist. It's so shiny. Das ist das niegelnagelneue Xiaomi Mi Gaming Notebook in 15 Zoll.
Das ist echt aufregend. Ah. Hallo. Hallo. Für das Geld bekommt ihr ein Skylake i5 Quad-Core mit 2,5 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB SSD und 1 TB HDD, 15 Zoll Full HD Display, haufenweise Anschlüsse und GeForce GTX 1050 Ti. Oh, und wenn ihr meint, Speicher sei wenig, ihr könnt alles an Speicher noch auf- bzw. nachrüsten. Ach so, und ein nerviges, billiges China-Windows gibt's auch mit dabei. Das am besten direkt mal löschen und ein normales draufpacken. Aber ja, so mit 1050 Ti klingt ja alles erstmal durchschnittlich solide. Ja, aber mit dem Preis im Hinterkopf müsst ihr tatsächlich nicht nur an die inneren Werte, sondern auch mal an die äußeren Werte denken, ihr scheiß Tinder-Süchtigen. Denn wenn es um das Thema Verarbeitung geht, fickt das Xiaomi alle anderen Hersteller in diesem Preissegment weg, die man so kennt von unserem Markt. Modernes, zeitloses Design, nix wabbelt, stabiles Alu, festes und unauffälliges Scharnier, Multicolor-Tastatur mit richtig gutem Druck, Unterbodenbeleuchtung und... Halleluja. Ein gutes Touchpad. Denn ich kenne das auch von anderen Xiaomi-Notebooks, das ist normalerweise der ungewollte Hurensohn. Im Internet gibt es tatsächlich ein paar Berichte über Probleme mit dem WLAN. Aber ich hatte die nur mit dem billigen China-Windows. Mit dem normalen Windows konnte ich problemlos bei Kollegen, weil ich habe nicht so ein geiles Internet, mit locker 500 Mbit Sachen herunterladen. Oh, und wenn ihr das Ding gar nicht zum Zocken haben wollt, sondern nur zum Anschauen und irgendwann drüber herfallen, eignet sich das Xiaomi 15er auch als Arbeitstier. Denn ihr könnt damit auch problemlos UHD-Videos schneiden, Hardcore-Fotobearbeitung betreiben und es ist auch genug Platz und Power für den Akku geblieben. Das heißt, unter Volllast ist locker eine Stunde Zocken bzw. Arbeiten drin. Es ist nicht mal ein Logo drauf, sonst haben alle anderen ein fucking Logo drauf. Selbst das hier ist das aktuelle Asus ROG Strix. Wie spricht man das? Strix. A, Plastik und B, so, also, zocken. Wieso nicht so? Das ist doch schön zeitlos. Okay, bevor ich gleich jizzle, nächstes Thema. Und zwar mein Bartwuchs. Ich bin mit Mitte 29 immer noch unzufrieden, aber ich kann nichts dagegen tun. Habt ihr eine Lösung, wie man ein Bart dichter bekommt? Schreibt's in die Kommentare. Vielleicht werde ich ja Beauty-YouTuber. Also, wenn wir schon mal im China-Flow sind, dann lass uns doch mal als nächstes Thema China-Telefone nehmen. Herrgott, was gibt es da alles für Zeug? Natürlich auch ganz viel Müll wie... Moment. Hier, so eine Scheiße. 30 Euro. Sieht von hinten aus wie der Nachmacher eines topmodernen Telefons und von vorne wie der Schreck einer jeden Schwiegermutter. Und das Tolle dabei ist, die Dualkamera ist fake. Fake. Eine ist nur echt. Fake! Okay, kein Bock mehr. Also, kümmern wir uns doch mal um Dinge, die nicht so sehr für den Arsch sind. Ich will dafür noch was anderes anziehen. Warte mal. So. Hätte ihr nicht erwartet, oder? Aber hey, ich bin noch nicht 30, denn laut einer Studie heißt es, erst ab 30 fängt man an, neue Dinge scheiße zu finden. Zurück zum Thema. China-Telefone. Typisch sind mittlerweile die Dinger hier. Sei es Yumi oder Vivo oder Xiaomi oder Oppo oder Ulefone oder Qbot oder Okitel. Okay, Beispiel. Das hier ist zum Beispiel das niegelnagelneue Yumi Digital bzw. Yumi A1 Pro. Kostet etwa 100 Euro, kann aber im Grunde das, was bei den bekannten Herstellern das Doppelte kostet. 5,5 Zoll Display, Quad-Core, USB Type-C. Und für die Kohle sieht's auch erschreckend gut aus. Es sind nicht nur einfach mehr Plastikbomber. Aber ja, wer noch mehr möchte und sagt, das unterste Preissegment ist doch ein bisschen zu low, der könnte sich zum Beispiel das Xiaomi Mi Mix 2S angucken. 6 Zoll AMOLED-Display, 8 Kern CPU, 6 GB Arbeitsspeicher. Und es ist tatsächlich echt sexy. Das heißt Stirn, das heißt Kinn. Schwabelkinn! Und immerhin das Ganze für um den dicken Daumen 500 Euro. Aber für alle, die sich jetzt denken, wow, das ist immer noch nicht das, was ich haben will. Ich brauche mehr. Ich brauche ein Statussymbol. Ich brauche in einer Zeit, wo alle immer das Gleiche haben, wo Telefone im Grunde immer der gleiche Scheiß sind, nur vielleicht eine andere Farbe haben. Ich brauche irgendwas, womit ich angeben kann. Der wird auch bei China-Phones fündig. Und zwar ein Telefon, das ihr von der Fußball-WM 2018 kennt in Russland, wo die ganzen Banner am Spielfeldrand mit einem hässlichen Babyblau bestickt wurden. Von Vivo, das Vivo Nex. Für um den dicken Daumen 800 Euro, ab 800 Euro, bekommt ihr von Vivo ein solides Gesamtpaket. Kennt man eben auch von vielen anderen Telefonen. Aber
was da technologisch von einem Dritthersteller kommt, ist wirklich spannend. Denn was ihr bei dem Vivo Nex habt, was sonst kein anderer momentan hat, ihr habt ein A-Fingerabdrucksensor unter dem Display und B, eine Kamera, eine Frontkamera, die sich ausfahren lässt. Oh Gott. Wo ist der fucking Knopf? Ah. Bei dem Fingerabdruckscanner kommt es auf den Finger an. Also bei meinem Daumen ist es nicht zuverlässig. Also entweder braucht man ein ausgeprägtes Fingerabdruckprofil oder mehr Handfeuchte. Ich will aber damit nicht sagen, dass das die Zukunft wird, weil wieder mechanische Bauteile und ich habe nicht das Geld, jetzt auszuprobieren. Oh, was passiert, wenn ich so mache? Hält das dann auch? Ist die Frontkamera gut? Aber immerhin, es zeigt, was mobil inzwischen alles möglich ist. Und das sogar von China-Herstellern, von denen man das eigentlich in der Vergangenheit nicht gedacht hat. Aber sie holen auf. Und nette Randnotiz nebenbei, wenn ihr euch China-Telefone kauft, ist im Grunde bei jedem auch Schutzfolie schon mit drauf, beziehungsweise ein Cover mit dabei. Und dann spart ihr euch dafür auch nochmal Kohle. So, okay. Für alle Klugscheißer muss ich aber zum Ende nochmal erwähnen, dass wir ja hier von Geräten sprechen, die so günstig wie möglich sind, aber trotzdem noch so geil wie möglich funktionieren sollen. Das heißt also, natürlich ist alles irgendwie kompromissbehaftet und natürlich bekommt ihr nicht alles für 0 Euro. Genau genommen gibt es nichts, was günstig und gut ist. Es gibt nur Kompromisse. Und es kommt dann ganz drauf an, ob sie clever oder beschissen sind. Und dieses Video soll euch dabei helfen, jetzt nicht sofort loszurennen und genau das zu kaufen, sondern euch Ideen, Inspiration zu geben, beziehungsweise euch mal dazu anzuleiten, nachzudenken. Ich hoffe also, es hat euch gefallen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und meine Hose ist aufgegangen. Ich hoffe also, es hat euch gefallen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich drücke euch jetzt ganz dick die Daumen, dass ihr jeweils einen von diesen beiden Trackstore Prime Tabs abstauben könnt. Wie ihr drankommt, ist ganz einfach. Postet einen Kommentar hier unter dem Video oder auf Twitter, Facebook bzw. Instagram mit dem Hashtag AllroundTumblend.